dann die Glocke hören. Endlich in Köln angekommen, der dicke Peter. So hieß der Typ aus dem Darkroom, gib's doch zu, Schatz. So, ich kipp das mal hier rüber. Die Technik kommt ja nicht weiter. Wir waren jetzt gerade bei einem Musical, wir kommen jetzt zu einem ganz, ganz traurigen Moment an diesem Abend. Genau, Amelie bleibt auf der Bühne. Das wäre ein schrecklicher Moment. Ja, stimmt. Wir kommen zur letzten Nummer des Abends. Damit geht eine wunderschöne Kulturschock-Saison zu Ende. Es ist wieder vorbei. Wir sind erst im September wieder da, aber deswegen haben wir uns für euch ein wunderschönes Finale ausgedacht. Ja. Und zwar geht es sie war übrigens, das muss man hier an dieser Stelle mal sagen, meine Damen und Herren, sie war für uns nicht nur sehr schön, sie war auch besonders erfolgreich. Der Kulturschock hat es tatsächlich geschafft, dank seines treuen Publikums sich aus Unmengen von Schulden herauszuarbeiten. Und wir schreiben seit 2 Wochen tatsächlich schwarze Zahlen und können somit wieder... Und können somit wieder den Überschuss an gute und gemeinnützige Zwecke abführen. Genau. Wobei wir jetzt wieder andererseits das Problem haben, wir müssten nicht mehr auf Billigtransfer wie mich zurückgreifen. Das heißt, genau. Ich kann bald nicht mehr Genau. Amelie, es war eine schöne Zeit mit dir. Ich habe das genau gesehen. Noch schöner wird die Zeit, wenn du mal nicht mehr hier bist. Ja, aber damit ihr über diese traurige Zeit des Sommers kommt, also genau genommen bis zum CSD, das sind sage und schreibe 5 Wochen, ungefähr 6 Wochen, ne, damit ihr diese Zeit überlebt, haben wir uns gedacht, es ist ja das Jahrzehnt des Wassermanns, the Age of Aquarius. Und hier sind für euch die wunderbaren Nixen aus dem Rhein-Nebenarm. Sie meinen der Wupper. Ja, die sind auch schon über den Wupper. Ne? Gut, es sollten Nymphen sein, das sind mehr Nymphensittiche. Algenablagerungen. Hier sind wir euch. Mit dem Age of Aquarius. Na, besser eine Algenablagerung als eine fette Schnecke, nicht wahr? Frau Amelie schieben Sie nicht so die Augen raus, die Ähnlichkeit wird ja frappieren. Seien Sie mal lieber froh, dass ich keine Nacktschnecke bin. Also bitte. Ja, bei der Farbe von dem Pummel hätte ich es fast gedacht. Das kommt dem Publikum auch nicht zu machen. Können wir jetzt zum Finale kommen? Ja, ich warte nur auf Sie, Frau Melskopf. Ich habe den Finger am Abzug. Bitte ja, schießen Sie, bitte drücken Sie ab.